Ricordi schien nicht befriedigt. Er stützte sein Kinn auf den Spazierstock. »Ich habe als Verleger den absurden Beruf, mit großen Männern verkehren zu müssen. Sie sind meist sehr höflich, diese Berühmtheiten geben steif distanziertes Lob von sich. Aber ich sage dir, wie oft fühle ich mich da wie verringert und beleidigt. Verdi, der alte Hartschädel, erhöht mich. In seiner Nähe habe ich mein bestes Selbstbewusstsein.« »Ich will«, Buito lachte, »eine Einteilung der großen Männer improvisieren. Also, es gibt prophetische und homerische Genies. Vor den Propheten hüte dich. Sie sind Menschenfresser, Proselytenmacher, Reklamehelden und Tyrannen.« »Ist der Maestro kein Tyrann?« »Niemals für sich und seine Sache. Er ist ein Gerechtigkeitsnarr. Also gehört er auf die Homer-Seite.« »Auch das nicht. Am besten Beispiel, schon geht meine schöne Einteilung zum Teufel. Weißt du, warum Verdi so schamhaft ist? Er verbirgt etwas auf dem Grunde seiner Seele. Niemand soll es ahnen. Was das ist? Worte gibt's nicht dafür. Nenn es eine höhere, transzendentale Mütterlichkeit. Pfui, das klingt abgeschmackt wie eine philosophische Abhandlung, aber lieben ist noch ungenauer. Nun, vielleicht verstehst du mich.« Sie kamen in ein Städtchen. Da es Sonntag war, spielte die Banda Municipale, 14 Mann auf dem Platz. Der Herrschaftswagen von St. Angata war gesichert worden. Vielleicht saß der Maestro selber drin. Die Musik stürzte sich in den Nabucco-Chor. Der Mann des Schlagwerks tobte. Die Bauern brüllten mit. Wie ein Herrscher in seiner Equipage, den aufspritzenden Strom von Evotion und Volkshymne rasch durchschneidet, also durchtrabte der leichte Wagen Musik, Platz und Flecken. Ein kräftiger Viertelmond erbarmte sich der Dämmerung. Buito nahm leise das Wort. »Der Ruhm allein hat recht.« Ricordi erschrak. »Bist du ein Erfolgsanbeter geworden?« Buito hörte diese Frage gar nicht. Schwermütig verfolgte er seinen Gedanken weiter. Was ist ein Kunstwerk? Wann ist es gut oder schlecht? Wir haben schließlich alle eine Melodie darzubringen. Doch ob sie angenommen wird, nur darauf kommt es an. Es gibt tote, unbekannte Meisterwerke. Aber schon weil sie tot sind, halte ich sie für keine Meisterwerke. Das Gezücht der zu kurz gekommenen zwar preist sie an, aber es will sich dadurch nur an der Glorie rächen. Welch ein Geheimnis ist der Ruhm. Die Menschen ergreifen einen Gesang, ein Werk, einen Namen. Sie genießen ihn und wie in ein Gefäß versenken sie ihre eigenen Visionen und Tränen.